Hi Leute, ich bin's wieder, euer Dominik, und heute zeige ich euch eine Technikübung, die ist gerade sehr gut für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene, weil sie gleich mehrere Aspekte miteinander verbindet, technische Knackpunkte. Für die Anfänger ist es einmal der Vorteil, dass sie mit dieser Übung sehr gut das Wassergefühl schulen, den Abdruck im Wasser und die Ellenbogenvorhalte fürs Kraulschwimmen. Die Ellenbogenvorhalte beim Kraulschwimmen ist einer der wichtigsten Knackpunkte für den richtigen Armzug. Und für die Fortgeschrittenen ist es einfach eine gute Übung, weil sie einfach noch die Wasserlage schult, die Körperspannung verbessert. Und was mache ich jetzt genau im Wasser? Also, ich befinde mich gleich in Bauchlage, gestreckt im Wasser und werde einfach nur mit dem Armzug nichts weiter als hier einen Scheibenwischer machen. Dabei rotiert meine Hand immer nach außen, nach innen, nach außen, nach innen, und der Druck auf der Hand bricht nie ab. Ich schiebe das Wasser immer weg. Ich habe auch Druck auf dem Unterarm. Das ist ganz wichtig. Deshalb braucht man auch die Ellenbogenvorhalte beim Kraulschwimmen, dass man eben nicht nur mit der Hand zieht, sondern eben auch mit dem kompletten Unterarm Druck aufbauen kann, noch mehr Wasser schieben kann. Und ich nehme jetzt hier einen Pullboy zur Hilfe. Das klemme ich mir zwischen die Beine. Somit muss ich nämlich überhaupt keinen Beinschlag zum Ausgleich der Wasserlage machen. Die Übung kann man aber auch problemlos mit einem leichten Kraulbeinschlag im Wasser machen, um eben die Wasserlage aufrechtzuerhalten. Schaut einfach mal zu. Also, ein Vorteil bei der Übung ist auch, dass man muss nicht viele Meter machen, um schon den Effekt der Übung möglichst zu spüren. Das ist eine Übung, die lohnt sich einfach mal so zwischenrein einzubauen. Eine Bahn, zwei Bahnen vielleicht, auch mal am Ende des Trainings, am Anfang. Da könnt ihr damit spielen. Die Übung lässt sich immer mit einbauen. Wenn euch die Übung gefallen hat, gebt mir noch einen Daumen hoch. Probiert es einfach mal aus. Und wir sehen uns wieder im nächsten Technikvideo. Danke, ciao, ciao.